Moin moin, herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist hier unfassbar laut. Ich frage mich gerade, wie der Ton für dich ist. Also hier sammelt sich irgendwie der Lärm an dieser Stelle. Wir haben hier hinten den Wasserfall, da vorne massiv, massig Autoverkehr. Und trotzdem hoffe ich, dass ich dir ein sinnvolles und gutes Video hier präsentieren kann. Ich sitze hier in Rom und ich möchte dich ein bisschen darauf hinweisen, was das Wichtigste beim Fotografieren ist. Du kannst natürlich jetzt, während ich hier noch ein bisschen sappel, mal darüber nachdenken, was ist deiner Meinung nach das Wichtigste beim Fotografieren? Da wird der ein oder andere sagen, das Licht. Der nächste wird sagen, die Schärfe, die Auflösung, mit welcher Kameramarke das Bild gemacht ist. Denk mal drüber nach, was für dich das Wichtigste beim Fotografieren ist. Und dann sage ich dir, was wirklich das Wichtigste beim Fotografieren ist. Kurz das Intro und dann kläre ich dich hier auf. Tja, jetzt die große Frage, was ist das Wichtigste beim Fotografieren? Vielleicht hast du schon mal den Spruch gehört, und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du ihn schon gehört hast, weniger ist mehr. Und das gilt fast nirgends so sehr wie beim Fotografieren. Denn das Wichtigste beim Fotografieren, das ist das Weglassen. Dinge, die nichts im Bild zu suchen haben, weglassen. Ja? Also sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das darstellen, was man darstellen wollte. Nicht noch zig Sachen drumherum mit ins Bild nehmen, nur weil man glaubt, die könnten vielleicht irgendwie und irgendwas mit dem Bild zu tun haben. Das ist meistens nicht der Fall. Das heißt, konzentriere dich auf das Motiv, auf die Bildaussage, auf das, was dein Foto darstellen soll. Und deswegen ist meiner Meinung nach das Wichtigste beim Fotografieren das Weglassen. Und dafür gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ganz unterschiedliche Möglichkeiten, im Bild Dinge wegzulassen. Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel das Spielen mit Schärfe. Zum Beispiel selektive Schärfe. Ja? Also nur Dinge im Bild scharf darstellen, die für das Bild wesentlich sind und alle anderen in der Unschärfe verschwinden lassen. Das ist besonders beliebt bei Porträts. Wenn du dir mal Porträts anguckst, Porträtfotos anguckst, dann wirst du feststellen, ganz, ganz oft werden die so fotografiert, dass der Hintergrund verschwommen ist, also unscharf. Das tut man, indem man die Blende weit öffnet, also mit einer kleinen Blendenzahl eine große Blendenöffnung an seinem Objektiv einstellt und damit den Hintergrund auflöst. Die Art, wie die Unschärfe im Hintergrund wirkt, nennt sich Bokeh. Das kann mal so ein bisschen kriseliger sein. Es gibt sogar extra Objektive, die machen so ein sehr kreisförmiges Bokeh. Und da gibt es welche, die lösen sehr, sehr weich auf. Aber auf alle Fälle sorgst du mit der Tatsache, dass die Schärfe auf dem Porträt ist oder ganz generell auf dem Motiv, dafür, dass wenig vom Motiv ablenkt. Also du konzentrierst dich auf Wesentliche und lässt den gesamten Rest weg. Mit der Schärfe gibt es weitere Möglichkeiten, sich so damit zu beschäftigen und das so darzustellen auf Fotos, dass man sich auf das Motiv konzentriert. Ein weiteres gutes Beispiel sind Mitzieher. Ja, du bewegst deine Kamera bei einer relativ langen Verschlusszeit mit dem Objekt mit und löst aus. Dann ist der Vordergrund verschwommen, der Hintergrund verschwommen, beides ist verwischt. Und das Motiv ist scharf. Das sorgt für sehr viel Dynamik im Bild, aber es sorgt eben auch dafür, dass Vorder- und Hintergrund nicht so stark ablenken, als wenn die beiden scharf wären. Und das hilft eben einfach dem Betrachter, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und sorgt dafür, dass du das Unwesentliche weggelassen hast. Du kannst auch während einer relativ langen Belichtungszeit verwischen, also die Kamera stark bewegen oder zoomen. Auch das sorgt dafür, dass nur einzelne Teile des Bildes scharf sind, beziehungsweise beim Verwischen ist eigentlich nicht scharf, aber manche der Strukturen wirken schärfer als die anderen. Und wenn du das als Ausdrucksform benutzen möchtest, hilft auch das, die unwesentlichen Dinge unter Umständen wegzulassen. Eine weitere Möglichkeit, sich auf das Motiv zu konzentrieren, also Dinge im Bild wegzulassen, ist das Weglassen von Farbe. Ja, du hast richtig gehört. Mach Schwarz-Weiß-Fotos. Weil Schwarz-Weiß-Fotos reduzieren das Bild auf Schwarz-Weiß und alle dazwischenliegenden Grautöne. Das sieht natürlich ganz, ganz anders aus als ein Farbbild, weil die Farbinformationen werden natürlich alle vom Betrachter verarbeitet. Bei Schwarz-Weiß fällt uns das deutlich schwieriger, weil es ist sehr schwer, Schwarz-Weiß in Farbe zu transferieren für das Gehirn. Und deswegen hilft es, denn Schwarz-Weiß lässt ein wesentliches Element in Bildern weg, nämlich die Farbe.
Und wozu führt das? Das führt zum Beispiel dazu, dass du das von mir, glaube ich, erfundene rote Jackenphänomen nicht hast. Denn machen wir uns nichts vor. Du machst ein schönes Bild im Wildpark. Jetzt ist da vielleicht noch was Störendes dahinter. Der Mülleimer, den hast du nicht gesehen. Du hast die Blende aber schön weit aufgemacht, sodass dieser Mülleimer relativ aufgelöst ist. Das heißt, nicht besonders scharf im Bild ist und deswegen auch unwesentlich von dem Reh, was du dort fotografiert hast, im Freigehege ablenkt. Aber neben dem Mülleimer steht jemand mit einer roten Jacke. Und der ist auch unscharf, aber das Rot lenkt natürlich sehr stark von den Naturtönen ab. Das heißt, wenn du das Ganze in Schwarz-Weiß umwandelst, dann wirkt es das Reh natürlich nicht mehr so schön braun, die Umgebung nicht mehr so schön grün, aber die rote Jacke ist auch nicht zu sehen. Und das hilft natürlich auf alle Fälle, um sich auf das Reh zu konzentrieren, Dinge weglassen in Form von Farbe. Mein zweiter Tipp, wenn es darum geht, sich zu reduzieren. Die dritte Möglichkeit, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und Dinge im Bild wegzulassen, ist eine längere Brennweite zu benutzen. Dazu kannst du ein Zoom-Objektiv nehmen und zoomen. Das ist meistens die nicht ganz so ideale Wahl. Oder du nimmst eine Festbrennweite mit einer relativ langen Brennweite, weil dann kannst du immer noch ein bisschen bewusster den Bildausschnitt komponieren und dann bewegst du dich ein kleines bisschen. Denn durch den engen Bildwinkel werden Dinge im Hintergrund ausgeblendet. Der enge Bildwinkel sorgt dafür, dass der Hintergrund optisch an den Vordergrund heranrückt. Der enge Bildwinkel sorgt dafür, dass alles, was am Rand des Bildes ist, wenn du eher weitwinklig fotografierst, nicht mehr zu sehen ist. Nun gibt es natürlich Genres der Fotografie, wie beispielsweise die Street- oder die Reportagefotografie, wo ich ein großer Verfechter von 35 mm Kleinbild bin. Aber auch da gilt, geh möglichst nah ans Motiv ran, so nah wie nötig, um im Hintergrund Dinge auszusperren. Denn auch beim Rangehen an das Motiv sorgst du natürlich dafür, dass das Motiv Dinge im Hintergrund verdeckt. Ist ja klar, es nimmt mehr Platz im Bild ein, also ist im Hintergrund weniger zu sehen. Also die passende Brennweite zum jeweiligen Motiv wählen und im Zweifelsfall eher mit einem Telefotografieren als mit einem Weitwinkel sorgt ebenfalls dafür, dass nicht bildrelevante Teile im Foto weggelassen werden können. Ich hoffe sehr, das konnte dir so ein bisschen einen Einblick darin geben, warum meiner Meinung nach das Weglassen das Wichtigste in der Fotografie ist. Wenn dem so ist, kommentier doch super gerne dieses Video. Wenn es dir geholfen hat, gib einen Daumen nach oben, teile das Video mit deinen Freunden und vor allem abonniere den Kanal und drücke, wenn du magst, auch noch auf die Klingel. Dann wirst du nämlich informiert, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Und das passiert, wie du weißt, zweimal die Woche. Und da würde ich mich mega drüber freuen. Wenn du was zu diskutieren hast, wenn du Rückfragen hast, alles das, schreib gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jeden einzelnen davon. Jetzt wünsche ich dir eine tolle Zeit. Immer schön dran denken. Wir zwei, wir sehen uns vielleicht auch hier in Rom wieder.